Herzlich willkommen zu unserem neunten HHL Expert Talk. Es freut mich, so viele von Ihnen heute begrüßen zu können. Zunächst einmal hoffe ich, dass Sie alle wohlauf und gesund sind und dass Sie bestmöglich durch die aktuellen turbulenten Zeiten kommen. Für alle die, die heute zum ersten Mal dabei sind, die Frage, was ist der HHL Expert Talk und warum genau machen wir das? Der HHL Expert Talk ist eine virtuelle Eventreihe, mit welcher die HHL einen Wissenstransfer aktueller und relevanter wirtschaftlicher, sozialer und politischer Themen mithilfe unserer HHL-Experten kreieren möchte. Um mich vorzustellen, mein Name ist Sigrid Fischer und ich habe Journalismus und Psychologie an der Indiana University in den USA studiert und mich dann während meines Masterstudiengangs auf Leistungspsychologie an der University of Edinburgh spezialisiert. Dort habe ich dann auch später an der Schnittstelle von der Universität und der lokalen Startup-Szene gearbeitet. An der HHL betreue ich aktuell das HHL-Alumni-Netzwerk und als Teil dessen freue ich mich, auch den HHL-Expert-Talk moderieren zu können. Bevor ich Ihnen unseren heutigen Experten vorstellen möchte, wollte ich Ihnen noch ein paar Zahlen und Fakten über die HHL mit auf den Weg geben. Die HHL wurde vor über 120 Jahren als erste wirtschaftswissenschaftliche Hochschule Deutschlands gegründet und ist heute eine universitäre private Business School. Sie bildet unternehmerische, verantwortungsbewusste und leistungsfähige Führungspersönlichkeiten aus. Wir sind stolz, mehr als 700 Studierende in unseren 5 Studienprogrammen zu haben. Die 5 Studienprogramme sind unser Vollzeit- und Teilzeit-Masters of Science, unser Vollzeit- und Teilzeit-MBA-Programm sowie unser Doktorandenprogramm. Wir haben mehr als 60 Nationalitäten auf unserem Campus repräsentiert und nunmehr ein Alumni-Netzwerk von über 2.900 Alumni. Wir sind sehr stolz, dass über 300 Startups von HHL-Alumni gegründet oder co-gegründet wurden und 5 von diesen sogar Unicorns sind, also Startup-Unternehmen mit einer Marktbewertung von über 1 Milliarde US-Dollars. Des Weiteren haben wir auch 130 Partneruniversitäten weltweit, in welchen unsere Studierenden ihre Auslandssemester durchführen können. Es freut mich nun sehr, unseren heutigen Experten, Professor Dr. Timo Meinhardt, vorstellen zu können. Professor Meinhardt ist Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftspsychologie und Führung. In seiner Arbeit beschäftigt er sich unter anderem mit dem Gemeinwohlbeitrag von Organisationen aller Sektoren. Als Mitentwickler des Leipziger Führungsmodells interessiert ihn vor allem der Zusammenhang zwischen Purpose und Gemeinwohl. Sein Kernprojekt ist der Gemeinwohlatlas mit nunmehr über 50.000 Teilnehmern in der Schweiz, Deutschland und in der Stadt Leipzig. Ich freue mich nun überzuleiten. Wir haben für Sie im Anschluss an den Vortrag von Timo Meinhardt eine Frage- und Antwortrunde vorbereitet. Ihre Fragen bitten wir Sie in den Chatverlauf hineinzuschreiben, sodass wir diese dann einzeln durchgehen können. Viel Spaß heute Abend und eine gute Unterhaltung. Ja, herzlich willkommen, auch guten Abend von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass Sie heute so kurz vor Weihnachten den Weg zu uns gefunden haben in diesen virtuellen Raum, der eigentlich, viele von Ihnen wissen, dass sonst gefüllt ist mit fast 500 Personen. Ich erinnere voller Freude Anfang Dezember 2019, als viele von Ihnen dabei waren beim letzten Leipzig Leadership Talk mit Professor Gerald Hüther. In diesem Jahr konnten wir diese Veranstaltung nicht fortsetzen in gleicher Weise. Und der heutige Abend ist keine Ersatzvornahme, aber doch ein Zugang zum Thema, dass wir da am Ball bleiben im Rahmen des HHL Expert Talks. Eine gewisse Fortsetzung des Leipzig Leadership Talks zum Thema das Leipziger Führungsmodell, neue Fragen in der Krise. Ja, was sind neue Fragen in der Krise? Das ist etwas, was uns im Hörsaal, aber auch im Forschungsbereich sehr beschäftigt. Die Kolleginnen und Kollegen haben sich aufgemacht, gemeinsam darüber nachzudenken. Wir werden im nächsten Jahr dazu auch publizieren als Fakultät insgesamt. Heute Abend stelle ich Ihnen meine Sicht der Dinge vor, meinen Blick auf das Führungsmodell. Und im nächsten Jahr, denke ich, werden Sie da weitere Perspektiven von Kolleginnen und Kollegen auch in Veröffentlichung sehen. Mich freut ganz besonders, wer heute sich auf der Einladungsliste auch angemeldet hat und hoffentlich auch dabei sein kann. Ich möchte besonders herzlich grüßen unseren Partner für den Leipzig Leadership Talk von BMW, insbesondere namentlich Herrn Kemser und Kollegen, unseren Partner die Leipziger Foren mit Herrn Rosenbaum und Kollegen und Kolleginnen. Und natürlich nicht zuletzt auch unseren Prorektor Professor Zülch, der auch in der Runde ist. Meine Damen und Herren, seien Sie stellvertretend für diese auch alle nochmal ganz besonders begrüßt, ohne weitere namentlich zu nennen. Ja, in den nächsten 20, 25 Minuten gestatte ich mir, einen kurzen Blick darauf zu werfen und den Talk zu initiieren, den wir dann über den Chat gesteuert gemeinsam mit Sigrid Fischer führen dürfen.
Ja, was sind die neuen Fragen? Was sind die neuen Fragen in der Krise? Und ich möchte beginnen mit einer Reflexion, die da heißt, was ist das eigentlich? Und in diesem Jahr muss es um das Virus gehen, muss es um die Pandemie gehen, selbstverständlich. Was ist das eigentlich? Worüber reden wir? Und der Himmel, der Deutungshimmel, war nie gefüllter mit Sternen und Sternenschnuppen derer, die sich jetzt aufschwingen, um zu erklären, was gerade mit uns passiert. Die Philosophen suchen nach der Botschaft im Virus. Die Globalisierungskritiker haben endlich den Grund gefunden, das Wirtschaftsleben einzustellen bzw. anders zu organisieren. Im geopolitischen Raum sprechen manche vom Brandbeschleuniger. Historiker lehnen sich entspannt zurück im Lehnstuhl und erinnern uns an Pest, Cholera, aber auch die spanische Grippe Anfang des 20. Jahrhunderts als wiederkehrendes Ereignis. Nichts Neues unter der Sonne. Wohin man auch schaut, der Optimismus im nächsten Frühjahr wird alles anders auf der einen Seite und auf der anderen doch viel Pessimismus, viel Jammern auf hohem Niveau in Deutschland, das darf man glaube ich auch so sagen, kommt auf eine Kategorie und die möchte ich hier besonders in den Mittelpunkt rücken, das Virus als Katalysator von Prozessen im sozialen, gesellschaftlichen, aber auch wirtschaftlichen Raum, der uns alle vor die Frage stellt, was sind vernünftige Strategien, was sind vernünftige Umgangsweisen und nutze den Begriff Vernunft ganz bewusst, spreche ich von Vernunft und nicht von Rationalität im engeren Sinne, sondern von Vernunft, Weisheit, praktischer Weisheit. Was sind vernünftige Ansätze, um da durchzukommen? Und ich will diesen Begriff durchzukommen auch wirklich betonen. Das Virus macht etwas mit uns, macht etwas auch mit Führung und erinnert uns, und damit möchte ich beginnen, meine Damen und Herren, daran, dass im Leben, im Geschäftsleben, wie im Privatleben, im Gesellschaftlichen sowieso nichts und niemals beständig ist, sondern alles dem Wandel unterliegt. Und viele von uns werden an diese eigentlich alte Einsicht, dass wir wirklich aus einer Zeit der Planbarkeit in eine Zeit der Unsicherheit wieder übergehen, fast dem Normalfall der Geschichte. Normalfall der Geschichte nach 70 Jahren Frieden auf deutschem Boden, 70 und mehr Jahren, wieder eine Unsicherheitsphase eintreten nach der Finanzkrise, der Flüchtlingskrise, jetzt die Viruskrise, uns erinnert daran, dass es tatsächlich schwierig ist, aus der Vergangenheit die Zukunft abzuleiten, dass Geschichtsschreibung eher was Disruptives ist und dabei eben nicht einfach eine lineare Fortschreibung desselben. Der ein oder andere mag noch erinnern, Fukuyamas Idee, das Ende der Geschichte eingeläutet zu sehen nach dem Fall des Eisernen Vorhanges 1990, bis jetzt, sondern eine neue Öffnung in Bereiche, die uns klar machen, dass wir doch auf einem Planeten leben und lieber zusammenarbeiten als gegeneinander. Und was ich Ihnen hier formuliert, neu formuliert, als alte Einsicht präsentiere, ist etwas, was man im Spiegel lesen konnte vom Schriftsteller Boto Strauß zur Jahreswende zum 2020 formuliert, als ob er ahnungsvoll voraussehend solche Emergenzen, wie wir sie jetzt erleben, schon als Dichter, als Schriftsteller vorweggenommen hat. Also sehr eindrucksvoll diese Überlegung, dass wir eben doch von Riss zu Riss springen und im Leben wie im Geschäftsleben auch uns damit vertraut machen müssen, mit Unsicherheit, Risiko und letztlich Nichtplanbarkeit umgehen zu müssen. Und das stellt Führung vor Herausforderungen, wenn wir dieses Geschichtsbild annehmen, dieses Bild von Dynamik und nicht Stillstand und uns nicht darauf einlassen, zu schnell zu urteilen, das ist ja nichts anderes als, und das war ja immer schon so, auf diese Wahrheit nicht vertrauen, sondern nach neuen suchen und damit auch auf neue Fragen stoßen. Und da möchte ich Sie ein wenig mitnehmen, in diese Richtung nachzudenken und dann auch gemeinsam zu diskutieren. Ja, auf der Suche nach einer ersten Signatur für die Krise. Die erste Signatur für die Krise, meine ich etwas wie als 2015 von Merkel formulierte, wir schaffen das, war das sozusagen eine Signatur. In der Finanzkrise war es vielleicht die Signatur, die Guthaben sind sicher, Sie mögen sich erinnern, damals der Finanzminister und die Kanzlerin. Und vielleicht ist die erste Signatur, die auch für unser Thema sprechend ist, dieses von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft formulierte und in den Tageszeitungen letzte Woche schon auch propagierte, verbundene von Wettbewerb. Viele Firmen von BioNTech bis zu Pfizer und anderen bemühen sich darum, in wettbewerbliche Haltung in Konkurrenz letztlich, was die Marktwirtschaft ja möchte und unterstützt, innovativ zu werden und das nicht mit Genugtuung, sondern glaube ich mit Fug und Recht zu sagen, made in sozialer Marktwirtschaft. Also die Grundordnung, ich glaube, da muss Führung anfangen, sich darüber klar zu werden, in welcher Grundordnung wir agieren dürfen und wo Wettbewerb auch Verantwortung trifft
und aus Verantwortung und Wettbewerb seine Grenzen finden muss. In diesem Spannungsfeld, glaube ich, ist hier die erste Signatur für die Krise zu finden. Zumindest würde ich das gern mit Ihnen diskutieren, ob das gewissermaßen auch Ausdruck ist, dass der Stresstest und unsere Systeme, alle Systeme sind unter Stress, ob das nicht der erste Nachweis ist, dass unser System auch hält, in der Lage ist, mit dieser Krise umzugehen und damit auch zu beweisen, dass sich das System als Ganzes bewährt und in der Lage ist, damit auch voranzukommen. Eine erste Signatur für die Krise, das ist mein Eingangsstatement, soziale Marktwirtschaft, der Rahmen, in dem wir agieren müssen, agieren dürfen, ist auch das Rahmenstück zu unserem Leipziger Führungsmodell, in dem wir uns seit Jahren bewegen. Das Modell wird jetzt 4 Jahre alt, kommt bald ins 9. Semester, ist also noch nicht ganz lauffähig, aber doch krabbelt und läuft schon ein wenig in die Richtung, erwachsen werden zu wollen, bleibt aber noch in den Anfangsgründen, so wie hier dargestellt, mit offener Architektur so weiterzuentwickeln. Und nun sind wir eben dabei, so weiterzuentwickeln, überlegen uns, was macht die Digitalisierung mit uns, was hat der Purpose für eine Auswirkung auf den individuellen Motivationsansatz, auf Arbeitgeberattraktivität und. Wir schreiben und tun und machen und plötzlich funkt uns, kommt uns doch eine neue Grand Challenge entgegen. Das Virus Covid-19 als solches trifft auch unsere Führungsforschung, unsere Arbeit mitten ins Purpose-Herz. Und wir sind, das darf ich sagen, schon intern Diskussionen dabei zu überlegen, wo sich das Modell weiterentwickelt, beziehungsweise Fragen auftauchen, die es bisher nicht in den Blick nimmt. Ich bleibe heute in meinem Vortrag zunächst in dem Rahmen, darüber zu sprechen, was wir in den Blick nehmen können. Und darüber kann man dann auch streiten, was da fehlt. Aber zumindest die Idee zu sagen, das Modell bewährt sich in gewisser Weise auch jetzt bei der Frage, wo tatsächlich die Ansatzpunkte liegen, insbesondere wenn wir über Purpose reden. Und da will ich ein Stück weit darauf eingehen. Für die, die es noch im Blick haben, für die anderen eine ganz kurze, in 3 Sätzen eine Einleitung ins Modell. Die Überlegung, gute Führung macht sich fest an Zahlen, Daten, Fakten, keine Frage, sollte aber neben der Organisationsleistung im Blick haben, dass der Einzelne sich auch mitentwickelt von Kompetenz bis Persönlichkeitsentwicklung und nicht zuletzt immer stärker in den Mittelpunkt rückt oder in den Fokus kommt, der gesellschaftliche Wertbeitrag, der Gemeinwohlbeitrag, der Public Value, der Beitrag zum Großen und Ganzen, wir das auch nennen. Und all das geschieht mit Unternehmergeist, selbstverständlich in der Marktwirtschaft auch durch den Regulator mit Verantwortungskategorien behaftet, insbesondere effektiv und getragen von einem Purpose, einem Why, einer höheren Absicht, die eben mehr ist als Geld verdienen oder Shareholder-Maximierung bzw. Profitabilität als Mittel zum Zweck und niemals als Selbstzweck. Das ist sozusagen der Grundrahmen, in dem wir uns bewegen, in dem wir forschen. Jeder Kollege, jeder Professor, jede Professorin den eigenen Zugang findet. Wie gesagt, ich bin heute in meinem Feld, insbesondere im gesellschaftlichen Wertbeitrag unterwegs und konzentriere mich da auf die Purpose-Kategorie. Das ist unser Denken, unser Denkrahmen, und da haben auch schon mittlerweile über 1000 Studierende sich damit auseinandersetzen dürfen und müssen und sind in diesen Denkkategorien geschult und kommen damit, ich denke, auch ganz gut voran. Bisher war es so, dass wenn wir über Purpose geredet haben, als gewissermaßen Importgut aus dem Silicon Valley, die Purpose-Diskussion, ob nun durch sowas wie Finanzkrise angeheizt, die Generation Y, Generation Y, die VUCA World oder. Es gab genügend Gründe, es gibt genügend Gründe zu hinterfragen, warum man etwas tut, warum wir tun, was wir tun. Und insofern ist diese Purpose-Idee, der Zweck, die Absicht, der höhere Gedanke, etwas, was sich nicht als wischiwaschi-esoterische Gutmenschentumsphilosophie wegreden lässt, sondern mit großer Macht auch die Wirtschaftswissenschaft erfasst hat, beziehungsweise dort auch diskutiert wird und dementsprechend auch seine realen Auswirkungen hat, nicht nur in den Diskursen, die hier genannt sind, sondern tatsächlich von Arbeitgeberattraktivität in der Praxis bis eben auch zur Frage der Differenzierung im Markt zum Wettbewerbsvorteil und zum Großen und Ganzen natürlich der Klimawandel, der immer weiter nach vorn drängt und uns vor Fragen stellt, warum wir tun, was wir tun, zu begründen und auch vor diesem Hintergrund. Das war so die Welt, in der wir uns sozusagen schon eingerichtet hatten. Und auch hier wieder kommt das Virus dazwischen und fragt uns, stellt uns neue Fragen, die sich mit den anderen natürlich überlappen, aber doch vor eine Zuspitzung der Thematik stellen, beziehungsweise eine Zuspitzung der Grundfragen. Und da möchte ich ein
einen einzigen Punkt ganz besonders stark machen und übermitteln bzw. auch argumentieren, dass Purpose im Grunde gar nicht so sehr eine normative Aufladung, sondern eine Art und Weise ist, mit Unsicherheit, mit Komplexität umzugehen. Oder mit anderen Worten, Purpose macht die Welt einfacher. Das ist schon alles schwer genug, ist schon alles umfänglich komplex, ist schon mehr als kompliziert. Deshalb die Idee hinter dem Führungsmodell zu sagen, wenn Komplexität die Herausforderung ist, dann ist Purpose die Lösung. Der Satz schreibt sich dann doch nicht so schnell dahin. Beim tieferen Nachdenken zumindest wird klar, dass diese Vereinfachung, die dahinter steckt von Komplexität, doch etwas ist, was sehr schnell abgleiten kann in missbräuchliche Verwendung des Purpose-Begriffes beziehungsweise auch genutzt wird, um die Welt sich zurechtzudenken, zurechtzupropagieren oder auch zurechtzuzimmern in einer Weise, die unserem Grundverständnis der sozialen Marktwirtschaft vielleicht nicht entspricht. Und insofern muss sich auch einen Purpose binden lassen. Und es kann nicht alles, was attraktiv ist, einfach als unser Modell zumindest als Purpose durchgehen. Und insofern ist eine Rückbindung, die ich besonders folge mit meinen Kollegen am Lehrstuhl, am Oetker-Lehrstuhl, Dr. Oetker-Lehrstuhl, ist die Überlegung, dass sich Purpose erst ergibt, beziehungsweise von Purpose zunächst erst dann geredet werden darf, wenn die eigene Mission mit einem Gemeinwohlbezug aufgeladen wird. Und Gemeinwohlbezug meint hier, meint hier insbesondere die Frage der Rückkopplung ins gesellschaftliche Leben hinein, auch die Akzeptanz in der Bürgerschaft. Das ist deutlich mehr als Reputation. Das ist ein Wertbeitrag zum Erhalt des Gemeinwesens, zur Fortentwicklung des Zusammenlebens. Und diese Idee, eine Mission aufzuladen mit einem Gemeinwohlbezug, ist etwas, in dem ich meine, dass nicht nur amerikanische Firmen wie Patagonia daran arbeiten, sondern auch deutsche Firmen von Bayer bis Siemens damit gut vertraut sind und auch diese Gesellschaftsdienlichkeit in ihrem Geschäftsmodell mehr und mehr betonen. Und das Beispiel, was ich am Anfang brachte mit dem Impfstoff, zeigt es ja ganz genau, dass sich Profitabilität und Gemeinwohlorientierung nicht ausschließen müssen. Und insofern ist die Frage, wo ist die Grenze, wie weit geht man, die entscheidende Purpose-Frage für uns zumindest. Ohne Gemeinwohlaufladung kein Purpose. Purpose braucht diese Verkopplung. Und wir haben es hier mal vollmundig für den Abend heute die Leipziger Formel genannt. Wenn einer der beiden Faktoren null ist, dann kann man das Ganze auch in der Gleichung als Metapher natürlich auch vergessen, beziehungsweise auch qualifiziert sich eben nicht als Purpose im engeren Sinne. Ja, und schaut man sich das mal genauer an, wo da tatsächlich die Herausforderungen liegen. Und da möchte ich eine beziehungsweise zwei auch aus Zahlen heraus argumentieren, dass die Gemeinwohlfrage durch Corona nochmal an Fahrt gewonnen hat. Wie lange, wie dauerhaft, wie tief, das wird sich erweisen. Für unsere Datenlage in Leipzig, gemessen im Sommer dieses Jahres, im sogenannten Gemeinwohlatlas Leipzig, konnten wir finden, dass 60% eine gewachsene Bedeutung des Themas für sich selbst, also Bürgerinnen und Bürger und damit auch Kunden und damit auch Arbeitnehmer und damit auch Wähler sehen. Und dass offenbar die Krise Dinge klarer macht, auch als Katalysator im eigenen Selbstverständnis, was ist wichtig, was ist weniger relevant. Insofern die Hälfte sogar für sich annimmt, beziehungsweise behauptet in der Selbstbetrachtung, dem Gemeinwohl mehr abgewinnen zu können, besser zu verstehen, was damit ausgedrückt werden sollte. Und insofern bleibt schon die große Frage, wie reagiert Führung darauf? Und das möchte ich weiter zuspitzen, über den Purpose-Gedanken auf das Gemeinwohl kommend, an Zahlen festgemacht, auf im Grunde drei große Fragen. Drei große Fragen, die Führungskräfte, ob nun in einem Technologiekonzern, in einer Hochschule, in einer Behörde, in einem Sportclub, wo auch immer betreffen. Wie kann es gelingen, wenn man aus dem großen Orbit herabsteigt, der philosophischen Betrachtung, ob nun Brandbeschleuniger oder Katalysator, und sich im Alltag fragt, wie lässt sich denn vereinbaren? Die erste Frage, wie gelingt beides, der operative Modus im pragmatischen Handeln zuzupacken, anzupacken, voranzubringen, Probleme zu lösen und tatsächlich zu funktionieren, die Ärmel hochzukrempeln und das ist eine große Herausforderung, auch eine psychologische, die Krisenerfahrung an sich heranzulassen
und auch zu erfahren, was diese von durchaus nicht nur zwei Leuten und 200, sondern von vielen erlebte Unsicherung, auch existenzielle Erfahrung von nicht mehr weiter wissen, erstmal im Leben, zumindest für die Generationen, die vielleicht keinen Krieg erlebt haben oder die vielleicht auch in Ostdeutschland nicht die Wendeerfahrung gemacht haben, diese Art von Verunsicherung auch an sich heranzulassen, gewissermaßen vom Operativen innezuhalten und in sich hineinzuhören und zu wechseln zwischen dem Reflektieren, auch Unsicherheit erleben und gleichzeitig am nächsten Tag, in der nächsten Stunde Probleme zu lösen. Also diese Frage, wie gelingt beides, beide Modi gewissermaßen zu verknüpfen, der Reflexion und Aktion, auch das ist im Grunde eine ewige Frage, aber heute stellt sie sich in ganz akuter, neuer Weise auch damit in einem Zugang zu sich selbst, der da heißt, man liest dann eben doch neben einem betriebswirtschaftlichen Buch und dem Wirtschaftsteil auch mal das Feuilleton, erfreut sich an einem Hölderlin-Gedicht oder hört mehr Beethoven. Also diese Art von Krisenzugang zu sich selbst, würde ich immer wieder betonen, ist für jede gute Führungskraft essentiell. Denn wer lange läuft und ohne aufzutanken, und das ist auch mehr als auftanken, aber es ist auch, dass die eigenen Ressourcen zu stärken, auch die Resilienz aufzubauen, ohne diesen Hintergrund wird jede Fassade irgendwann abfallen. Das Burnout ist vorprogrammiert und die Chance wird auch vergeben. Die Chance wird auch vergeben, mit der Krise, entlang der Krise zu wachsen und beides zu verknüpfen. Dieses sich auch der Situation, auch der existenziellen Verunsicherung hinzugeben auf der einen Seite und auf der anderen Seite doch pragmatisch zuzupacken. Das ist eine Frage für die Führungsforschung, wie dieser Wechsel gelingen kann. Ganz sicher auch für jeden von Ihnen, der in Führungsverantwortung steht, ein reales Thema. Das zweite reale Thema, was wir sehen, ist in dieser, und das ist auch für Pandemiekrisen dieser Art selbstverständlich, beziehungsweise normal in Anführungsstrichen, auch wenn wir es ganz verrückt finden, so viele Perspektiven, Wahrheitskriterien, die einen doch fragen lassen, wo ist denn noch Maß und Mitte, wie es auch im Verhältnis zum Leipziger Führungsmodell im letzten Jahr unsere Kanzlerin, also die Ehrendoktorwürde verliehen bekommen hat, an der Handelshochschule formuliert hat. Wie finden wir weiter Maß und Mitte? Wo ist der Vernunftgedanke in der Menschenwürde wahrscheinlich anzusiedeln? Sonst bleibt da gar nicht so viel übrig in der Zeit, in der wir heute leben, im 21. Jahrhundert, um so viele Perspektiven zu verbinden, bleibt immer, und das ist die Fokussierung, Maß und Mitte ist der Mensch. Das zu finden als Führungsherausforderung, gerade in einer Zeit, wo der Kampf ums Balance Sheet ein Ausmaß angenommen hat, die Firmen versuchen, verloren gegangene Umsätze aufzuholen, umzubauen, das doch mitzuführen und nicht nur als etwas, was man tun kann, wenn das Wetter wieder schöner wird. Und last but not least, das möchte ich als dritte große Frage formulieren. Purpose ist eben keine Schönwetterfrage, sondern tatsächlich eine, die auf das Wesentliche zusammenschrumpfen lässt, was da ist. Nach dem Motto, wie bei Kunst, ist das Purpose oder kann das weg? Purpose hört bei der Frage, tun wir Dinge im Sinne einer Zombie-Firma, die kein Mensch braucht, ob als Startup, als Incumbent oder als Mittelständler, oder produzieren wir wirklich Dienstleistungen und bieten wir Produkte und Services, die jemand braucht und nicht nur kurzfristig der Markt, sondern tatsächlich resiliente Strukturen in sich bergen und das Hinterfragen von Geschäftsmodellen. Deshalb auch Purpose Hurts ist eine schmerzhafte Angelegenheit, bei der heute viele Unternehmen vielleicht vergangene Fehler bzw. Missmanagement in Zusammenhang mit Purpose bringen, mit Covid-19. Aber das Virus ist eben doch nicht an allem schuld. Es war nicht alles Corona, was vorher schon nicht in der Führungsleistung in Ordnung war, sei es im Zwischenmenschlichen, im Team, aber eben auch in der Geschäftsführung bzw. auch in der finanziellen Führung, wird jetzt offenbarer. Und insofern darf man hoffen, dass Führungskräfte die Kraft haben, sich diesen Fragen zu stellen. Und dabei sind wir eben in der Forschung auch gefordert, dieses zu evaluieren, zu forcieren, auch mit Angeboten zu unterstützen. Denn die Führungsleistung, mehr denn je, wird eine Führungsleistung sein, die von der Selbstführung abhängt. Und damit möchte ich auch den Kreis schon schließen und für Fragen öffnen. Wer mit sich selbst nicht klarkommt, kommt auch mit anderen nicht zurecht. Und mit dieser Formulierung möchte ich den Einstiegsimpuls auch beenden und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Fragen, die Sie zu all diesen genannten Thesen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Timo, für deinen Vortrag und die vielen interessanten Punkte und Themen, die du uns jetzt im ersten Schritt mitgegeben hast. Mir fällt direkt eine Frage ein, mit der ich auch gerne starten würde. Und zwar, du sagst immer, wer beiträgt, führt. Was genau meinst du eigentlich damit? Ja, was meine ich damit? Wer beiträgt, führt, ist eine Verlängerung der gewachsenen, auch tradierten Aussage, führen heißt entscheiden. Wer entscheidet, führt. Diese in der Führungsliteratur gängige Auffassung reicht meines Erachtens heute nicht mehr aus, aus zwei Gründen. Führen kann auch bedeuten, nicht zu entscheiden. Nichthandeln kann oftmals richtiger zu sein, als zu handeln. Das wird auch überschätzt, diese Bias for Action. Beitragen heißt mehr als entscheiden im Sinne von Führung, wer einen Unterschied macht, muss nicht unbedingt den Status, die Macht, Insignien, die Abzeichen in der Hierarchie haben, sondern Führung ist heute mehr denn je, wenn sich Gutes verteilt. Also Führung ist nicht gebunden an Hierarchieebene, sondern führen kann jeder. Es muss sich auch jeder selber führen, gerade vor dem Hintergrund der genannten Krisenphänomene, auch Selbstführung. Und insofern, wer beiträgt, führt oder umgekehrt, wer nicht beiträgt, führt auch nicht. Und da müssen sich auch viele Führungskräfte fragen lassen, wie es ihrer Macht einen Sinn geben, wenn sie sich am eigenen Beitrag messen lassen. Und Beitrag heißt zweitens, Sigrid, auf deine Frage eben, nicht der Held und die Heldin sein zu müssen, sondern im Team mit anderen auch partizipativ loszulassen, Stichwort Homeoffice, Mitarbeiterüberwachung, loszulassen, Vertrauen zu schenken und auch von dort her sich als Teamplayer zu sehen. Insofern kann jeder beitragen, wer nicht beiträgt, führt nicht. Und Führung ist kein Phänomen der Führungskräfte, die das im Titel oder auch im Gehaltscheck haben, sondern jeder kann einen Unterschied machen. Und das ist die neue Philosophie hinter, wer beiträgt, führt. Vielen Dank. Ich sehe jetzt auch die erste Frage, die hier reingekommen ist, oder das sind gleich mehrere auf einmal. Ich würde einfach mal Schritt für Schritt vorgehen. Und zwar die erste Frage ist, Purpose ist gleich Unternehmenszweck. Wie siehst du das Gemeinwohl versus Shareholder Value? Ist Shareholder Value auch ein Gemeinwohl, würdest du sagen? Ja, ein klares Jein. Da lohnt sich, glaube ich, ein historischer Blick darauf. Die Entstehung des Shareholder Value ist eine junge Erfindung und ist keineswegs etwas, was schon immer da war, ob nun getrieben durch die finanzmathematischen Möglichkeiten in den 70ern, durch die ideologische Ausrichtung in den 70er Jahren, insbesondere in den USA, kam das Konzept nach Europa rübergeschwappt und hat möglicherweise seinen Höhepunkt schon erlebt. Was nicht heißt, dass Shareholder Value und Gemeinwohl unverträgliche Geschwister sein müssen oder unverträgliche gegensätzliche Auffassungen. Und das will ich auch begründen. Die Shareholder-Orientierung war vielleicht in einem Amerika wichtiger Anfang der 70er Jahre, als die Manager begonnen haben, offenbar nicht im Interesse der Shareholder sich zu verhalten, beziehungsweise kritisiert wurde. So auch Peter Drucker, den wir da an der Handelshochschule auch sehr hochhalten, dessen Arbeiten für die Managementlehre auch sehr, 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 sehr hochhalten, formulierte, dass tatsächlich diese Rückbindung, in welchem Auftrag verwendet man die Mittel, über den Auftrag des Managers, nicht die Eigentümer der Unternehmen sind, durchaus das Argument in den USA galt, dass der Shareholder Value im Interesse des Gemeinwohls ist, dass sich seither das sowohl technisch als auch als Ideologie abgekoppelt hat und heute für sehr viel Kapitalismuskritik steht, kann niemand ernsthaft bezweifeln und muss sich schon Mühe geben, Shareholder Value und Gemeinwohl wieder in Verbindung zu bringen. Aber a priori sind das keine Gegensätze, sondern können, wenn es gut gemacht ist, sich ergänzen. Und insofern ist der Gemeinwohlbegriff ein offener, zumindest muss er das in der Demokratie sein, wo Gemeinwohl etwas ist, was in der Bürgerschaft verhandelt wird. Und wenn die Bürgerschaft dazu kommt, der Gesetzgeber das trägt, dann kann durchaus auch ein guter, gut verstandener Shareholder Value im Interesse des Gemeinwohls sein. Super, da kommt nämlich hier noch ein Unterpunkt dazu. Wie siehst du das, wenn man Unternehmen mit dem Gedanken des Purpose auflädt und das eigentlich eher aus einem Marketingbild macht und am Ende eigentlich der Purpose nur dazu nutzt, dass das Shareholder Value steigt? Wie würdest du das kritisch dann sehen? Über die Jahre bin ich da sehr gelassen geworden und sage zunächst, auch ein Lippenbekenntnis ist ein Bekenntnis. Worte machen einen Unterschied und bringen etwas in Gang, was es sonst nicht gegeben hätte. Okay. Natürlich kann man die instrumentelle Absicht schnell erkennen und das als unglaubwürdig enttarnen. Aber die Rhetorik allein an der Wall Street, ob mit Larry Fink, wir dürfen fragen, ob sein Mitarbeiter Friedrich Merz das auch jemals umgesetzt hat. Aber Larry Fink als Chef von BlackRock trägt das ja auf den Fahnen. Und insofern hat sich der Diskurs verschoben.
und besser erstmal mit Marketing begegnen und weitergehen. Denn das ist auch klar, in unserer Medienwelt bleibt nichts lange geheim. Alles wird aufgedeckt in der Unternehmenswelt durch Social Media, durch investigativen Journalismus. Insofern wäre ich da entspannt und gesagt, wer erstmal anfängt und sich da reinbegibt, der wird auch nächste Schritte gehen. Denn, das will ich auch noch ergänzen, Führungskräfte in der Wirtschaft darf man nicht unterstellen, dass sie a priori das nur als Marketing-Gag nutzen wollen. Da gibt es viele glaubwürdige Initiativen und insofern bin ich da sehr gelassen. Wunderbar. Ich hatte hier eine Frage und ich sehe die auch, dass sie eben in den Chat reingekommen ist. Hat sich deiner Meinung nach durch Covid-19 die Rolle von und der Anspruch an Unternehmen wie auch Führungskräfte verändert? Ja, die Lücke ist größer geworden zwischen den Anspruchshaltungen der Bevölkerung, wie unsere Daten zeigen, und den aus Sicht der Wirtschaft reflektierten Möglichkeiten. Die gleiche Frage ist gemeinwohl wichtiger geworden, stellen wir nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch der Wirtschaft. Da haben wir Daten vorliegen, zumindest aus der Schweiz, die sagen, dass die Unternehmen im Moment gar nicht mehr machen wollen und können. Und wenn das so ist, die Unternehmen stehen bleiben, die Bürger mehr fordern, geht eine Schere auf, bei der man gespannt sein muss, das wieder in Einklang zu bringen oder zu argumentieren, dass es im Einklang steht. Gerade vor wenigen Tagen in der Schweiz hat die Konzernverantwortungsinitiative, die sozusagen aus Sicht der Wirtschaft gerade noch mal so abgeschmettert wurde, gezeigt, welche Macht doch Wähler und Wählerinnen haben, der Wirtschaft da auch den Rahmen zu setzen und den Rahmen auch zu verändern. Also tut die Wirtschaft gut daran, diesen veränderten Erwartungen auch zu entsprechen. Aha, interessant. Noch die Frage habe ich weitergesponnen. Hast du Beispiele aus der Praxis, wie Führungskräfte jetzt mit der Spannung umgehen, die sich jetzt zwischen der Idee des Purpose und den aktuellen wirtschaftlichen Zwängen ergibt, beziehungsweise ja, wie man damit umgehen könnte? Ja, also die Beispiele, die es gibt, hängen sicherlich immer vom Sektor, von der Lebensphase des Managers, vom Alter des Unternehmens und von vielen Faktoren ab. Es ist zumindest die Botschaft angekommen, dass niemand heute mehr in Rente, in Pension geht als Führungskraft, ohne das Thema ernsthaft behandelt zu haben. Ob man deshalb mit Mitarbeitern andere Ziele vereinbart, ob man deshalb andere Geschäftsmodelle aufzieht, ich glaube, das zu verallgemeinern, ist es auch zu früh. Es ist überhaupt sehr, sehr früh, dass wir die Krise noch nicht mal ein Jahr bei uns haben, so richtig unter uns, und schon Schlussfolgerungen ziehen können. Ich sehe nur, es ist einiges in Bewegung und es kann auch gut sein, dass da mehr in Bewegung kommt. Wovor ich aber warnen würde, sind die Auguren, die jetzt einerseits den Weltuntergang, aber oder andererseits das Business as usual propagieren. Also alle, die sagen, im Mai ist wieder alles gut oder es ist jetzt die Zeitenwende angebracht, all denen ist, sagen, Wasser in den Wein zu gießen. Denn wenn das Zitat stimmt, dass die Geschichte nicht vorhersehbar ist, wissen wir es auch jetzt nicht. Insofern, das Bewusstsein ist gestiegen. Es bleibt abzuwarten, ob Taten auch dann folgen. Ja, auf jeden Fall. Denkst du, kann man das Leipziger Führungsmodell als Vorlage für die Degrowth-Bewegung verwenden? So eine Art Abkehr vom Wachstumsgedanken hin zu anderen Wertvorstellungen? Ich würde sagen, dass Modell ist offen, um auch das zu absorbieren. Das Modell ist ja weder wachstumskritisch noch wachstumsfreundlich. Mhm. Es sagt nur, was du machen möchtest, Degrowth oder Growth. Du musst es gut begründen und musst die Gesellschaft hinter dich bringen und nicht nur die Kundenseite. Und wenn du das schaffst, kann man mit dem Modell, und das ist auch die ideologische Offenheit, die so ein Modell braucht, in einer Fakultät wie der unsrigen, die sehr divers ist, auch mit unterschiedlichen Zugängen, braucht es diese Offenheit. Insofern ist es weder ein wachstumsfreundliches noch ein wachstumskritisches Modell. Es ist ein Modell, das die Fragen stellt und argumentiert, dass jeder, der sich dafür einsetzt, das auch begründen soll. Und ich will das auch sagen, wir haben gerade 2 Tage lang mit Studierenden diskutiert, wie man etwa ein Unternehmen dazu bringen kann, beziehungsweise unter welchen Voraussetzungen man einen neuen Standort in Südamerika etwa eröffnet. Und das sind ganz große Fragen, Führungsfragen, immer wieder, wie begründet man, was ist der Purpose, also die Ordnung zu schaffen, Aufmerksamkeit zu lenken in betriebswirtschaftlichen Grundlagenentscheidungen, da hilft das Modell als starker Kompass, das reflektieren auch die Studierenden. Und ob ein Degrowth oder Growth, da ist das Modell erstmal nicht darauf ausgelegt, sich da zu positionieren. Vielen Dank. Hier kommen noch ein paar Fragen, die sich auf die Pandemie beziehen. Ich hätte noch eine vorher, die ich gerne von dir beantwortet hätte. Wie kann man deiner Meinung nach als Führungskraft am besten zum Gemeinwohl beitragen? Was denkst du? Ich glaube, das beginnt im Kleinen. Und wer sagt, es geht nicht, das ist doch Idealismus, der scheut die Frage, sich selbst zu stellen, was im unmittelbaren Umfeld, und es beginnt im,
im Team, im Umgang miteinander. Und das muss nicht das große weltrettende Programm eines Geschäftsmodells sein. Das ist der Gedanke, auch an andere zu denken und damit sich auch selbst voranzubringen, nach Gewinn und Verlust auch im Blick zu haben, was es mit den Menschen macht. Insofern ist es eine Aufgabe, die in jedem Kleinen, vom Kindergarten bis zur Schulklasse, vom Sportclub bis zum DAX-Konzern steht. Und wer als Führungskraft behauptet, dass das zu weit weg ist, kann, glaube ich, gut profitieren, in das Führungsmodell genauer reinzuschauen. Denn wir argumentieren schon, Gemeinwohl ist ein Beziehungsphänomen und Beziehung gestaltet jeder von uns. Und wer dazu noch als Führungskraft am Ende des Monats einen vernünftigen Gehaltscheck bekommt, sollte doch Antworten dafür parat haben und in seinem eigenen Bereich auch Lösungen finden. Ich glaube, das liegt nahe, dass da jeder auch Handlungsmöglichkeiten hat. Und die sind oft größer, als man denkt. Vielen Dank. Ich greife jetzt mal eine Frage vor, die sich nicht auf die Pandemie bezieht. Welche Chancen und Risiken siehst du darin, dass Purpose und damit auf die Antwort, damit die Frage, 1, 2, 3, und damit die Antwort auf die Frage bleibt oder kann weg, das Ergebnis eines demokratischen Prozesses und nicht normativ ist? Ja, auch da ist das Modell sehr, sehr still und hält sich mit Wegweisungen zurück. Purpose ist also keine an demokratisch normierte Aushandlungsprozesse gebunden. Wir sehen das in der sozialen Marktwirtschaft so, deshalb auch die Betonung am Anfang des Einstiegsvortrags, dass wir vom Grundgesetz beginnend das Gemeinwohlorientierte, diesen Purpose sozusagen, prozedural gestellt haben, ihn auch nicht inhaltlich irgendwie aufladen und es in einer Demokratie gut damit tun, das eben auszuhandeln. Aber es mag Systeme geben, historisch haben wir da gute Beispiele, im 20. Jahrhundert auch sehr schlimme Beispiele, in denen Purpose eben autoritär vorgegeben wurde und dann à la longue doch dazu geführt hat, dass solche Systeme zusammengebrochen sind. Die Forschung zeigt, in der langen Sicht sind Demokratien im Vorteil, zumindest war das die Forschung bisher. Mittlerweile, und das zeigen eben neuere Forschungen, müssen wir uns fragen, welche neuen Formen von Deliberation wir finden können, wenn demokratische Mehrheitsentscheidungen so repräsentativ demokratisch sie auch oder direkt demokratisch in der Schweiz gefasst werden, auch an Problemlösungsgrenzen stoßen. Da möchte ich mich aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Okay, vielen Dank. Es kommen jetzt ein paar Fragen, die sich ein bisschen auf die Pandemie wieder fokussieren. Gibt es einen Purpose-Wettbewerb, welcher bestimmte Unternehmen attraktiver macht als andere? Erstmal, das ist die erste Frage. Und wie ist dieser von gesellschaftlichen Strömungen beeinflusst und welchen Effekt hat eine mögliche Corona-Resilienz eines Purpose auf diese Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit? Also erste Frage war, gibt es einen Purpose-Wettbewerb, welcher bestimmte Unternehmen attraktiver macht als andere? Auf alle Fälle. Also man sieht das seit Jahren an den Universitäten. Es begann auch in den USA, wo die Diskussion ja herkommt, wer tatsächlich von den Elite-Universitäten wohin geht. Ob man auch ins Investmentbanking geht, ob man zu NGOs abdriftet, in die Beratungsgesellschaften oder sich selbstständig macht. Da ist ganz klar die Generation Y. Natürlich sprechen wir jetzt schon wieder von Generation Alpha, von Z gar nicht zu sprechen. Aber doch ein Wertewandel im Gange, der den attraktiven Purpose, den Sinn bei der Arbeit, so sagt, wer Leistung fordert, muss auch Sinn bieten. Dieses als Arbeitgeber, als Employer Branding auch nutzt. Und klar, wer den besseren Purpose hat, findet vielleicht mehr Absatz, findet mehr Arbeitskräfte. Und die Forschung zeigt, zumindest nach innen, gegen innen hat Purpose-Orientierung eine motivatorische Wirkung. Wenn, wir nennen das heute Transformation Leadership, wenn nicht nur an große Visionen, sondern an Visionen mit einem gesellschaftlichen Bezug appelliert wird, dann, und das glaubwürdig gemacht wird, dann zeigt es auch eindeutig positive Effekte auf Mitarbeitermotivation. Und vor allem, und das möchte ich hier auch so betonen, bei den jetzigen Fragen, den rein technischen, haben wir einen Rechtsanspruch auf Homeoffice? Gibt es neue Formen der virtuellen Arbeitsteilung jenseits von klassischer Telearbeit? Ist ein guter Purpose etwas Verbindendes, der die technischen Probleme dahinter etwas in den Hintergrund treten lässt? Oder umgekehrt, wir können das nicht nur unter Effizienzgesichtspunkten diskutieren, sondern was macht das auch mit dem Sozialkapital, mit dem Humankapital, wie wir es in der Betriebswirtschaftslehre dann auch gern nennen. Und da ist Purpose, wenn man ihn hat, auch ein intangible Asset, wenn man das so formulieren wollte, eine Unternehmenskultur, die auch trägt. Und zur zweiten Frage der Corona-Resilienz von Purpose. Das ist etwas, was wir gerade in einer groß angelegten Studie untersuchen, ob die Startups, die so einen Purpose der gesellschaftlichen Kräfte mobilisieren möchte, für sich reklamieren, ob die besser durch die Krise kommen als andere. Auch hier liegen wenig verlässliche Daten vor. Die Hypothese, klar, das zu zeigen, versuchen wir.
Aber bleibt abzuwarten, was die Empirie uns zeigt. Dafür liegen noch zu wenig echte Daten vor. Ja, da möchte ich gleich noch eine Frage anschließen. Denkst du, dass nach Zähmung des Virus ein Rückfall in eher alte und eher negativere Muster folgen wird? Und können wir den Purpose stärkenden Effekte der Pandemie weitertragen? Und wenn ja, was denkst du, wie das am besten gelingen würde? Ich denke nicht, dass das Virus weggehen wird. Das Virus wird bleiben, in welcher Form auch immer. Selbst wenn wir in 3, 4 Jahren, nächstes Jahr Weihnachten vielleicht noch nicht, aber übernächstes Jahr wieder einigermaßen wie vorher Weihnachten haben werden, wird danach eine andere Gesellschaft da sein. Anders im Sinne von noch bunter, noch unübersichtlicher, mit viel Neuem, aber auch viel Altem, wie du sagst, auch viel Rückfall in alte Muster. Und diese, ich sage nicht Spaltungen, aber diese neue Unübersichtlichkeit, diese neue Unübersichtlichkeit kann dazu führen, dass die nächsten Krisen, von denen, ohne jetzt das Armageddon-Szenario aufmalen zu wollen, aber doch Sensitivitätsanalysen heute schon zeigen, ob es Klimakrisen sind, Migrationskrisen, die uns bevorstehen, von denen wir heute schon wissen, dass die Anteporters sind. Also wir kommen aus dem Krisenmodus in den 20er Jahren sehr wahrscheinlich nicht heraus. Insofern sollten wir uns eher daran gewöhnen, den einzig richtigen Schritt zu gehen, von dem wir sagen können in der Forschung, der ist vernünftig, etwas weniger von allem. Mehr Mäßigung, kleinere Lebenskreise, etwas einschränken, die Post mit einer Offenheit, nicht im Sinne von autoritär einschränken, aber doch unsere Lebensweise anpassen. Und das denke ich, das wird bei einigen passieren, bei anderen gar nicht. Insofern ein Rückfall gut möglich, aber wir sollten nicht unterschätzen, wie viel Aktivität es gibt in den Firmen, in den Kleinen, in den Startups, da auch Strukturen zu bauen, die halten und nicht ein Zurück in etwas Altes. Denn das neue, das New Normal ist nicht das Alte, bloß noch schöner. Das neue New Normal könnte auch tatsächlich was ganz anderes sein. Und wenn wir gerade von New Normal sprechen, sagen wir, es gibt jetzt geänderte Arbeitsweisen. Meinst du, das hat einen Einfluss auf Mitarbeiterbindung an Unternehmen? Das wird es haben, weil jetzt profitieren wir noch von den Sozialstrukturen, die vor der Krise da waren. Wenn aber neue Mitarbeiter, nehmen wir das Beispiel eines Praktikanten, ein Praktikum nur online stattfindet, nur ein virtuelles Praktikum, wird das nie die gleiche Bindungskraft haben, weil die menschlichen Kontakte fehlen. Ja. Wie sich das auf Dauer ausspielen wird, ob wir noch einen stärkeren Markt an, ja, wie soll ich sagen, an Freiberuflern haben, die so in der Gig-Economy, wie wir es ja gerade nennen, in der Gig-Economy für alles Mögliche bereitstehen, ob es da zu einer Prekarisierung kommen wird, wie andere Formen von Netzwerkorganisationen haben, die in Richtung dieser Modelle der Holokratie, der offenen Architekturen gehen. Das ist auch zu früh, nur ich glaube, es wird deutlich, deutlich bunter werden. Und das wird auch den öffentlichen Sektor betreffen. Nicht nur hippe Startups in Berlin, Leipzig oder München, sondern es wird auch quer durch andere Strukturen gehen, zumindest gehen können, wenn die Führungskräfte diese Chancen auch nutzen und das als Möglichkeit und nicht nur als Bedrohung betrachten. Weil du jetzt gerade Führungskräfte ansprichst, was muss ich denn als Führungskraft jetzt verändern, um diese Loyalität und die Motivation meiner Mitarbeitenden weiter zu stärken, auch wenn ich sie vielleicht physisch nicht mehr so in meiner Umwelt habe, sondern vielleicht eher über den Screen? Kurze Antwort, it's mainly talk. Miteinander reden und zuhören. Okay. Hat schon immer geholfen. Und das klingt jetzt trivial und wie eine Binsenweisheit ist es vielleicht auch. Aber es braucht gar keine neuen Techniken und Formen und virtuelles gemeinsames Kaffeetrinken und Online-Spiele. Diese Art von Infantilisierung der Arbeitswelt kann sich aus meiner Sicht in vielen Bereichen, aber eben nicht in allen durchsetzen, sondern ein erwachsener, miteinander reifer Umgang, der einfach heißt, dass man mehr Zeit auch in scheinbar nicht produktivitätsrelevante Themen verwendet. Emotional Work ist das Stichwort. Ja. Wird einfach zunehmen. Und das, denke ich, it's mainly talk als Prämisse ist die Gelegenheit und aber auch die Notwendigkeit und auch, auch die Gefahr. Führungskräfte, die das nicht haben, fallen schneller aus der Kurve. Sozialkompetenz wird noch wichtiger. Wer das nicht hat, kann sich da, glaube ich, nicht lange halten. Okay, sehr interessant. Wenn wir jetzt nochmal an die existenzielle Seite schauen, ist der Überlebenskampf ein Dämpfer für ein Unternehmen zum Thema Purpose? Wenn ich jetzt überlege, ich müsste jetzt erstmal das Finanzielle geregelt bekommen und möglicherweise das um jeden Preis tue. Was ist deine Haltung dazu?
Man kann das machen und da wird es auch erfolgreiche Modelle dabei geben. Da sind aber mindestens zwei Sachen zu bedenken. Das eine ist, Kunden, Bürger, Mitarbeiter haben auch ein Gedächtnis. Gut, die Bevölkerung vergisst auch sehr schnell. Aber solche Dinge zu überreizen in einer Situation, wo die Krise da ist, kann durchaus nicht in der Reputation, sondern auch die Investoren verschrecken. Und das muss dann auch jeder mit sich selbst ausmachen, jedes Unternehmen, ob der Preis dafür gezahlt werden soll. Denn unsere Daten legen auch nahe, dass die Bevölkerung heute eher Abstriche im Kerngeschäft in der Leistung in Kauf nimmt, als Abstriche im moralisch-politischen, gesellschaftspolitischen Auftreten. Mit anderen Worten, lieber ein etwas weniger gutes Produkt, zumindest Daten sagen das. Man wird sehen, wie lange das hält, als ein Unternehmen, das sich so daneben benimmt. Also man geht ein hohes Risiko ein und dann muss sich jede Führungskraft überlegen, ob es das wert ist, ein Risiko einzugehen. Aber auch da wäre ich hoffnungsvoll, dass da auch der Wettbewerb solche Unternehmen ausmändelt. Ja, ich habe ja eine ähnliche Frage, die ein bisschen in die Richtung abzielt. Ich lese sie dir trotzdem mal vor. In der Industrie sind wir bis 2019 von einem Erfolg zum anderen geeilt. 2020 konnten wir von diesen Erfolgen leben. Der Technologiewandel wird zu schweren Veränderungen führen. Es wird auch viele Arbeitsplätze kosten. Wie kann das mit dem Zweck und dem Gemeinwohl verbunden werden? Das sind, glaube ich, verschiedene Dimensionen, zumindest würde ich da so drauf schauen, die man abschichten muss oder zumindest versuchen zu zerlegen in die gesellschaftspolitischen Gesamttrends. Da heißen, die Rolle von Arbeit in unserem Leben verändert sich. Lohnabhängige Erwerbsarbeit war ein wichtiger und bleibt offenbar in unserem System auch ein wichtiger Standpfeiler. Wir werden aber auch Modelle sehen, bei denen die Gesellschaft erfindungsreich neue Formen, ich sage jetzt nicht der dritte oder vierte Sektor auf dem Arbeitsmarkt, solche Modelle werden ja diskutiert, beispielsweise in der Bundesagentur für Arbeit, solche Modelle, wo die Rolle der Arbeit sich bei Arbeitslosigkeit, so sie denn tatsächlich eintritt. Und die muss doch erstmal eintreten, denn alle Auguren, die uns in der Digitalisierung gesagt haben, es fallen 50% weg und mehr, ich erinnere mich an eine berühmte Oxford-Studie von vor 3 Jahren, sind zusammengedampft worden und Arbeitsmarktforscher sagen uns immer wieder, der Gesellschaft ging nie die Arbeit aus. Es war immer mehr Arbeit da als Arbeitskräfte. Mhm. Und wir profitieren ja im Moment auch von diesem Effekt, dass wir die Arbeitslosigkeit auch deshalb nicht steigen sehen, weil der demografische Wandel uns da so zynisch das klingt, in die Karten spielt und deshalb auch der Fachkräftemangel weiter da ist und händeringend, und das ist gerade im Gesundheitswesen im Moment der Fall, gerade im Pflegebereich sehen wir das ja, keine Arbeitskräfte da sind. Insofern hätte ich keine Sorge, dass uns die Arbeit ausgeht. Ich hätte nur Sorge vor denen, die uns weismachen wollen, dass die Arbeit ausgeht, weil das schürt Angst und Führungskräfte haben auch eine Verantwortung durch ihre Sprache und durch ihre so scheinbar klaren Visionen, anderen Angst zu machen, denn was davon ist eingetreten, Digitalisierungseffekte, oder es ist noch zu früh, was Arbeitsplatzabbau betrifft. Und insofern würde ich da auch die Kirche im Dorf lassen und sehen, dass sich da eine ganze Menge tut und möchte da haben wir heute Abend noch gar nicht drüber gesprochen, auch mal in der Region Mitteldeutschland, wenn wir da als Institution in Leipzig aktiv sind, wo wir auch beobachten können, da werden sich auch in den nächsten Jahren mit Bezug auf historisch gewachsene, kulturelle Ressourcen, Modelle herausbilden von Lebens- und Arbeitsformen, die durchaus wegweisend sein werden, bin ich überzeugt davon, für die ganze Republik. Und insofern gibt es gar keinen Grund anzunehmen, dass etwa die Städte entvölkert und das Land überrannt wird. Das sind alles Fantasien, denen aus meiner Sicht die Datengrundlage fehlt. Vielen Dank. Wir wechseln jetzt mal den Blick in Richtung Verbraucher. Durch Corona wird ja zunehmend online eingekauft und weniger bei den lokalen Handelsunternehmen. Wie können also auch die Kunden informiert werden, dass lokale Unternehmen eine andere Rolle für das Gemeinwohl spielen und deshalb unterstützt werden sollten als im Vergleich zu internationalen Großkonzernen? Oder ist das alles gar kein Problem? Die Gefahr besteht, dass gerade im nächsten Jahr zahlreiche Insolvenzen anstehen und es daher um das ganz reine Überleben geht für diese. Ja. Also zunächst die Frage, was heißt reines Überleben? Reines Überleben heißt, dass vielleicht ein Unternehmen am Markt nicht mehr aktiv sein kann, Insolvenz anmeldet und dann, so hart das klingt, im Wettbewerb eben nicht mehr dabei ist. Da haben wir in der sozialen Marktwirtschaft Mechanismen von Sozialplänen bis zum Insolvenzverwalter, das alles aufzufangen. Also nacktes Überleben ist für mich noch etwas anderes, als um jeden Preis sich am Markt brutal durchzusetzen. Das zeigt uns ja auch die Krise, wenn es ums nackte Überleben geht, dann hat das Gemeinwohl eine ganz andere Bedeutung als das Firmenüberleben. Also Firmenpleiten, das meine ich nicht, bitte nicht falsch verstehen,
nicht zynisch, gehören auch zur Marktwirtschaft. Dafür haben wir uns entschlossen, in diesem System mit Firmenpleiten umzugehen. Dann wird es Neugründungen geben. Und gerade zu dem ersten Punkt, den du ansprichst, da setze ich sehr darauf, dass wir auch Startups sehen werden, die genau das adressieren. Ich möchte ein Beispiel nennen, unseren Public Value Award for Startups, wo wir mittlerweile schon fast 500 Unternehmen analysieren durften. In den letzten 5 Jahren gab es mal ein Startup, das hat sich herausgeputzt gewissermaßen mit dem Modell, Honig zu verkaufen, der aus der Region stammt und in der Region verkauft wird. Das wissen viele nicht, wie viele Imker etwa um Leipzig herum aktiv sind in der Region. Aber über diese Webseite kann man den Honig bestellen und der wird sozusagen lokalen Händlern der Auftrag zugeschanzt. Und über dieses Modell hat der lokale Imker auch eine Chance, lokal zu verkaufen und damit auch gegenzuhalten gegen die großen Ketten. Und das sind Beispiele. Beispiele werden sowas auch im Buchhandel sehen, ist ja auch jetzt schon sichtbar. Und die EU-Gesetzgebung gerade in den letzten Tagen hat ja auch gezeigt, dass man durchaus bereit ist, die Übermacht der Plattform etwas entgegenzusetzen und da möglicherweise auch in den nächsten Jahren, wenn es um Monopolbildung geht, andere Strategien von europäischer Ebene eingeschlagen werden. Insofern, da bin ich auch nicht pessimistisch. Gerade auf Startups würden wir da setzen, gerade an der HL, dass Startups dort auch Nischen besetzen und auch neue Modelle erfolgreich sein können. Vielen Dank. Hier war noch eine Frage zum Thema veränderte Arbeitswelt. Die hattest du schon beantwortet. Ich lese sie trotzdem nochmal aus. Die Arbeitswelt agiert aktuell viel mehr in der virtuellen Welt. Wir arbeiten im Homeoffice und haben weniger persönliche Interaktionen. Welche Praktiken für die Führungskräfte können helfen, um nach dem Purpose in der virtuellen Welt zu führen? Da hattest du vorhin Talk to each other angesprochen, dass viel Kommunikation und viele soziale Fähigkeiten gefragt sind. Würdest du noch irgendetwas anderes empfehlen, spezifisch auf diese Frage gepolt? Ja, vielleicht die Aussage, auch da weniger ist mehr, also keinerlei Spielchen drumherum im Sinne von, was das Virtuelle noch alles so an Möglichkeiten bietet, sondern eben auch sagen, wo das Virtuelle Grenzen hat. Gerade beim Onboarding neuer Mitarbeiter halte ich das für unmöglich, dass sie das durchhalten, das Virtuelle. Und an der Stelle die Purpose-Diskussion, eine, die auch explizit geführt werden muss, die nicht allein ins Netz verlagert werden kann. Also das wird man dauerhaft nicht durchhalten, denn sonst, ich kann mir das zumindest psychologisch nicht vorstellen, wie ohne echte menschliche Interaktion zum Beispiel ein Purpose dauerhaft entwickelt werden kann oder eine gemeinsame Auffassung von dem, was sein soll. Oder wir werden ein völlig neues, anderes Wirtschaftsverständnis entwickeln müssen, wo wir uns politisch ganz anderen Fragen stellen müssen vom Grundeinkommen, vom bedingungslosen Grundeinkommen bis hin zu Fragen von neuer Selbstständigkeit. Da wird auch der Gesetzgeber sicher gefordert sein, da etwas zu machen. Die Führungskräfte im Unternehmen selbst, meine ich, tun gut daran, ich will das nur ergänzen, reden und zuhören, beides ist wichtig, und sich da auf sein Grundgespür verlassen und nicht zu sehr auf die Technologie zu hoffen. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt noch 5 Fragen für heute Abend. Die erste von diesen 5. Wenn jedes Unternehmen seinen Unternehmenszweck so sähe, bräuchte es keine Initiative eines Verantwortungseigentums. Wie passt das zusammen? Ja, es ist ja noch nicht so. Das Verantwortungseigentum unterstütze ich auch sehr. Die Purpose GmbH unterstütze ich auch sehr, das den Unternehmen etwas einfacher zu machen, sozusagen den komplexen Weg zum Stiftungsunternehmen abzukürzen mit der Verantwortungseigentum. Das ist schon ein neues Phänomen im 21. Jahrhundert, was aus meiner Sicht verfolgenswert, unterstützenswert ist. Und wenn das alle so sehen würden, aber das ist ja leider nicht so. Deshalb ist der Übergang in diese Rechtsform schon eine, die hochinteressant ist. Das meine ich auch mit, es wird noch bunter werden. Und da gehören sicher einige dazu, nicht nur von der Purpose-Stiftung von Ecosia vorangebracht, sondern auch von namhaften Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Ich möchte auch beispielsweise Marcel Fratscher nennen, möchte auch nennen Michael Kaschke. Ich glaube, Michael Kaschke ist sogar in dieser Runde, die es auch offiziell unterstützen. Und insofern, ja, ist da dass es nicht bei allen so ist und auch nie so werden wird, braucht es solche Rechtsformen. Wunderbar. Jetzt eine Frage nochmal zum Leipziger Führungsmodell. Ist das Leipziger Führungsmodell getestet? Gewinn, Wachstum, Mitarbeiterfluktuation, Mitarbeiterzufriedenheit etc., solche Punkte, sind diese schon getestet oder ist es doch eher eine Ideologie? Weder noch. Es ist ein Orientierungsrahmen, der, wir nennen ihn Modell, abgeleitet ist aus wissenschaftlichen Theorien, wo ganz viel Organisationstheorie,
ethiknormative Überlegungen in einen Zusammenhang gegossen wurden, gewissermaßen der so offen lässt, dass er vieles zulässt. Er ist nicht so offen, dass er nicht ganz dicht ist, aber er ist so offen, dass er verschiedene auch Ideologien leben lässt. Er ist also sagen, erst auf einer zweiten Ebene normativ, auf einer ersten Ebene lässt er verschiedenste Ideologien zu. Es passt die Idee des Verantwortungseigentums genauso rein wie die der Aktiengesellschaft. Und insofern, das ist das eine, das andere ist, wir haben es bisher im Orientierungsrahmen genannt, den zu testen im Sinne von mehr A gleich mehr B. Ich glaube, als Modell, als Ganzes lässt sich das kaum testen. Es ist eine Heuristik, aber wenn man in Einzelstudien hineinguckt, wie mehr Verantwortungsübernahme zu mehr von dem und dem führt, glaubt, das kann man schon zeigen. Und da bin ich zu entschuldigen, dass wir noch am Anfang stehen, was heißt zu entschuldigen, aber in Betracht zu ziehen. Am Anfang hatte ich ja gerade, das Modell ist 4 Jahre alt und braucht auch noch die Zeit, um durch entsprechende Studien unterstützt zu werden, um die Korrelation, denn das ist in der Sozialwissenschaft zur Kausalitäten sind nicht zu erreichen, außer im Experiment, das steht uns aber nicht zur Verfügung, jedenfalls in den meisten Fällen nicht zur Verfügung, bleibt es ein Orientierungsrahmen, aber den ich nicht als Ideologie bezeichnen würde, den Begriff würde ich sogar ablehnen. Leipziger Führungsstil ist keine Ideologie, ist ein heuristischer Rahmen, der verschiedene liberale, bunte Ideen von Gemeinschaft und Gesellschaft zulässt, ohne sich selbst festzulegen. Vielen Dank. Was hältst du von dem Konzept Creating Shared Value? Dieses wurde von Nestle erfunden, in Anführungsstrichen, hat viele Parallelen mit dem Leipziger Führungsmodell. Ist das Modell von Nestle das Richtige, würdest du sagen? Das Modell von Nestle, von Herrn Brabeck erfunden, von Michael Porter in Harvard, auch ein Ehrendoktor von uns, so wie die Kanzlerin, dann im Harvard Business Review 2006 erstmalig mit Mark Graber propagiert und seither auch um die Welt kommuniziert, war ein richtiges Modell für Schweizer Unternehmen in Südamerika. Und da kommt es ja im Grunde auch her. Es war die Frage, wie kommt die Milch aus den Kühen zum Dorfplatz und wer holt die Milch dort ab, um es so profan zu sagen. Nestle hat die Melkmaschine hingestellt und hat gesagt, lieber Bauer, hier kriegst du die Melkmaschine als Milchbauer und hast dann umgekehrt mehr Effizienz. Und wir haben geteilten Wert, deshalb auch Shared Value. Ein toller Ansatz in Südamerika, dafür wird Nestle auch geliebt. Der Ansatz funktioniert nur sehr bedingt in unseren Breiten. A, weil nicht klar ist, ob unsere Milchbauern, um bei dem Beispiel zu bleiben, tatsächlich diese Melkmaschinen nehmen würden von einem Großkonzern, also ob das kulturell akzeptabel ist. Und zweitens, weil Nestle bzw. auch Michael Porters Idee sehr stark auf einen ökonomischen Imperativ beschränkt war. Also ich sehe ganz persönlich Shared Value als einen Teilaspekt des Public Value Denkens, das breiter angelegt ist, ohne sich zu widersprechen, bleibt aber Public Value breiter als Shared Value. Ja, so würde ich das kurz formulieren. Vielen Dank. Nochmal zu dem Thema Zugehörigkeitsgefühl. Wie verändert sich das Zugehörigkeitsgefühl zu Unternehmen, aber auch zur Gesellschaft als Ganzes während längerer Zeiten von einer Idee des Working from Home und des Lockdowns? Und verändert diese soziale Isolation das Verständnis von Purpose? Soziale Isolation macht auf Dauer krank. Ja. Wir brauchen den anderen wie Wasser und wie Essen, um uns psychisch gesund zu halten. Die Experimente zeigen, ob nun mit Kindern, die man früher in den Wald gesetzt hat, Kaspar Hauser ist da das literarische Vorbild, oder die Geschichte von Robinson Crusoe, also diese Art von Isolation macht krank. Wir brauchen den anderen so wie Licht, Luft und Wasser, um psychisch gesund zu bleiben. Vor diesem Hintergrund ist erstmal offen, welche Art sozialer Kontakte das sind. Da dürfen wir uns auch nicht in einem spätbürgerlichen Modell verharrend ideale Konstruktionen vorstellen. Vielleicht gibt es da auch neue Formen von Social Communities in der Nachbarschaft, in den Wohnbezirken, die als Substitut für fehlende Interaktion mit Unternehmen da sind. Mhm. Was die große Diskussion sein wird, das möchte ich gerne zuspitzen, dass das, was wir seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts sehen und auch nicht früher, erst mit dem Aufkommen des Taylorismus, des Fordismus der Großkonzerne, diese Idee, auch von die Peter Drucker sehr stark gemacht hat, dass Unternehmen als Sinnstiftungsinstitution Kirchen ablösen und damit auch die Integration des Einzelnen in Gesellschaft und Gemeinschaft ermöglichen, dass das Modell, was 100 Jahre hielt, wahrscheinlich bröckelt. Also diese großen Unternehmen wie Weltkonzerne, ob nun VW oder Siemens oder wie sie heißen, General Motors oder heute eben andere, Google ganz, ganz vorn etwa, versuchen ja mit großer Kraft Bindungskräfte aufzubauen. Und Google ist da vielleicht das Beispiel auf dieser Welt, vom Bällebad bis zur Tischtennisplatte, von
allen möglichen Sozialleistungen. Das wird auch abzusehen sein, ob die Unternehmen sich da nicht übernehmen, ja, zu viel von sich selbst verlangen und man nicht zurückkommt auf mehr transaktionale, ich gehe zur Arbeit, mache meinen Job und dann ist es auch wieder gut, Modell zurückkommt. Interessant, dann gibt es also eine größere Dividierung zwischen der Arbeit und dem Persönlichen dann wieder. Ja, das war ja das Versprechen, dass die sogenannte, jetzt mal ideologisch formuliert, Entfremdung aufgehoben wird, dass man sich auch auf Arbeit zu Hause fühlt und dementsprechend keinen Widerspruch mehr hat zwischen, ja, dem persönlichen Identitätskonstrukt und dem sozialen, sich eingebunden fühlt, Sense of Belonging, Culture, Commitment, die großen Schlagworte seit den 1980er Jahren, eben mehr als nur den Kopf und die Hand zur Arbeit bringen, auch das Herz mitbringen. Und da ist das große Versprechen, und gerade Professional Service Firms, Beratung investieren unheimlich viel, diese Bindungskräfte aufzubauen. Aber vielleicht gibt es da auch einen neuen Realismus, wo Firmen auch sagen, wir können tun, was wir wollen. Wir sollten da ehrlich sein, uns auch nicht überfordern. Und dementsprechend ist diese Entfremdung, und da kann das Verantwortungseigentum, noch nachher darauf zurückzukommen, eine Rolle spielen, diese Entfremdung über andere Mechanismen zu überwinden, als über soziale Nähe, die wahrscheinlich dann für viele gar nicht mehr so geht im virtuellen Arbeitsbereich. Vielen Dank. Wir haben noch eine Frage. Benötigt es deiner Meinung nach für die Umwandlung von Purpose in Gemeinwohl nicht auch eine Anpassung der steuerlichen Umverteilung zwischen Unternehmen und der Gesellschaft? Da fühle ich mich leicht überfragt an der Stelle, also als Nicht-Experte dafür, dass das Auswirkungen haben muss auf das Rechtsgefüge, das leuchtet mir ein. Was das aber aus Expertensicht bedeuten kann, da wäre ich eher zurückhaltend und das würde ich gerne anderen diese Frage lieber Experten überlassen, dafür fühle ich mich nicht kompetent genug. Vielen Dank. Timo, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit heute Abend, für die Beantwortung all dieser Fragen, für all den Input, den du uns geliefert hast und auch den Blick hinter die Kulissen. Eine virtuelle Runde des Applauses für dich. Wir bedanken uns alle, auch im Namen der Zuschauer bin ich mir sehr sicher, dass du uns heute Abend hier beigewohnt hast und dass wir einfach mal von dir hören konnten, was deine Gedanken zu den verschiedensten Themen sind. An alle Zuschauer vielen, vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Ich hoffe, dass viele der Fragen, die Sie hatten, auch beantwortet wurden und dass Sie auch beim nächsten Mal, wenn wir unseren nächsten HL Expert Talk haben, dabei sein werden. Wir wünschen Ihnen von unserer Seite aus eine besinnliche Vorweihnachtszeit, ganz viel Ruhe, viel Gesundheit und dann auch einen wunderbaren Start in das neue Jahr. Vielen, vielen Dank von der Seite der HL und vielen Dank nochmal, Timo, für deine Zeit. Dankeschön. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.